Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha De Jonne, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, also. Den schönen Intro habt ihr gesehen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich fand es sehr ergreifend. Nee. Doch, war schon ganz in Ordnung. Ja, warum spiele ich das? Rollenspiele sind meine Leidenschaft, meine Schwäche. Und dieses Spiel habe ich gesehen und dachte mir, ja, das zocke ich jetzt. Ich hatte es auch schon angefangen zu zocken, eigentlich noch nicht arg weit gespielt. Dann habe ich mir gedacht, hey Junge, du hast einen YouTube-Kanal, du machst Let's Plays. Spiel das verdammte Spiel und zeichne es auf. Und das mache ich jetzt auch. Und jetzt sind wir hier an meinem Charakter-Erstell. Ja, Spielpunkt. Und damit fangen wir jetzt auch an. So, hier gibt es vier verschiedene Rassen. Heißen alle komisch, aber im Prinzip ist es einfach wieder nur Krieger, Dieb, Magier. Ja, ich werde einen weiblichen Charakter spielen, damit der nötige Erotikreiz auch ins Spiel kommt natürlich. Nee, Spaß. Nee, aber weibliche Charakter finde ich toll, besser. Als immer so einen fetten Barbar, der haut drauf. Ist doch langweilig, macht jeder. Natürlich nehmen wir auch Magie, weil Magie sieht immer am geilsten aus. Ist meistens auch am stärksten.
Und auch einfach am reizvollsten. So, ich denke mal, die beiden hier sind Magier. Sehen mal mehr danach aus. Das hier wird, wenn ich es mir so durchlese, Piraten, Söldner, es hört sich stark nach Dieb an. Und hier kriegerisch-religiöse Nation, ja, hau drauf wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Er ist voll stolz. Okay. Volkboni, Alchemie, Bannen und Gemmenschleifen. Gemmenschleifen, ja, das ist sowas wie bei Diablos Sockel. So Runen sozusagen. Und da kann man halt, wenn man Gemmenschleifen hoch hat, kann man sie noch mehr da reinhauen. Ich glaube, ich nehme die hier. Oder? Die? Gucken wir mal, nehmen wir mal die hier. Weiter. So, hier sind jetzt, hier gibt es jetzt noch mehr Boni zu verteilen. Je nachdem, unter welchem Gott man das machen will, kriegt man dann natürlich den Boni. Göttin der Erde, Göttin der Luft oder Gott der Luft, Blitzschaden und Blitzresistenz, Mana, Leben und Mana und nur Leben. Ich glaube, ich nehme Leben und Mana oder Mana, weil ich habe das schon rausgefunden, dass Mana eigentlich ziemlich wichtig. Oh, das hört sich jetzt dumm an, aber mir ist es früher sehr schnell ausgegangen, weil ich eine falsche Klasse angefangen habe. Deswegen nehme ich, glaube ich, einfach die Weisheit. So, jetzt kann man hier das Gesicht auswählen. Und ganz ehrlich, gefällt mir eigentlich gar nichts. Na, was soll ich nehmen? Hier sieht mir ein bisschen zu ogermäßig aus. Langgezogene Fresse, will ich nicht. Na, ja, geht eigentlich in Ordnung. Ist eigentlich auch in Ordnung. Aber ich glaube, die hier nehme ich mal. So. Dann kann man hier, wie in jedem guten Rollenspiel, den Charakter anpassen. Gesicht auswählen. Hier, oh Gott, wie sieht denn das aus? Das könnte man eventuell nehmen. Sieht mir schon zu streng aus hier. Keine Domina-Lehrerin hier. Das hier finde ich ganz gut. Das hier oder das hier. Ich glaube, ich nehme das. Das sieht ganz nett aus. So, Hautton. Natürlich, Hautfarbe. Klar. Lieber hell oder dunkel? Na, was nehmen wir denn? Rot? Nee, rot ist scheiße. Ich glaube, ich bleibe. Das ist so schönes hellgrün. Wunderbar. Lidschattenfarbe. Na, jetzt machen wir erstmal, was gibt's denn? Jetzt machen wir erstmal Lidschattenintensität hoch. Elfen haben eben so Tätowierungen, so ein Scheiß. Da muss man das jetzt auch. Sieht immer ein bisschen abgespaced aus, deswegen. Na, was nehmen wir denn da? Da bin ich noch nicht in. Wahrscheinlich sollte für alles dann eine einheitliche Farbe nehmen. Das ist grünlich. Grün ist meine Lieblingsfarbe nebenbei, deswegen wird das auch alles ein bisschen grüner ausfallen hier. Lichtschatten in den. Ach, das haben wir ja schon. Lippenstift. Dann haben wir auch einen grünen Ton. Also direkt grün gibt es jetzt hier gar nicht. Machen wir Intensität. Heiland sagt schon ein schweres Wort. Ah, oh, ja, komm, machen wir das ganz hoch. Wieso geht denn das so? Zack. Manche würden sagen, sieht aus wie eine Hure. Na und? Nein, Spaß. Haben wir die eiskalten Lippen des Todes. Ja. Dann Haare. Ja, gefällt mir jetzt nicht so der Haarschnitt. Was gibt's denn da noch so Tolles? Oh, sieht ein bisschen strenger aus hier. Was ist das? Das gleiche nur mit Zopf, den wir nehmen. Das könnte man eventuell nehmen. Oh, mit Band. Sieht ein bisschen so hippie-mäßig aus hier. Kurzhaarschnitt geht gar nicht. Glatze. Ne, das ist natürlich richtig geil. Ein Iro, natürlich. Ich spiele eine Frau mit dem Iro. Schwachsinn. Gehen wir ganz am Anfang nochmal. So, was haben wir denn hier? Gewagt. Jo, das sieht fetzig aus. Ich glaube. Oh, ne? Ja, doch. Das sieht hipstar-mäßig aus. Ah, ein bisschen streng hier. Oberlehrerin. Das hier hat auch noch was. Sieht auch ganz in Ordnung aus. Eine normale Frisur halt. Was gibt's denn noch? Ui. Nee, ich habe mich entschieden. Ups, nein, das hier. Die nehme ich. Das sieht gut aus. Haarfarbe, was nehmen wir denn da? Was gibt's denn da?
Oh, so, so schwarzlich. Blond passt ja wohl gar nicht, würde ich mal sagen, oder? Rot, passt das? Weiß, aber es geht gar nicht. So, blond. Naja, das ist ja jeder denkt, ich leide übelst an Geschmacksverwirrung. Ich glaube, ich bleibe so einfach so bei schwarz und nichts Ausgefallenes. Augenbraunfarbe. Die lassen wir so, die sehen so dufte aus. Hm, ja. Accessoires. Den Popel machen wir mal weg. Das gefällt mir gar nicht. Ah, sind auch keine Punkerin hier mit. Was haben wir hier? Gar nichts. Achso. Ja, den Popel machen wir nicht, der sieht scheiße aus. Punk sind wir auch kein. Alter, einen Bulle machen spielen wir auch nicht. Ohrringe. Ja, haben wir Ohrringe, werden wir wahrscheinlich spielen. Hm. Was für Glunker nehmen wir da? Jetzt habe ich zweimal weitergeklickt. Ah ja, den sieht man ja gar nicht, den nehmen wir nicht. Nee, wieder Nasenring. Ein Stirnbollen. Müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. Ne? Ohrring, Ohrring. Ja, Ohrring werden wir nehmen, aber jetzt gucken wir mal, was es da noch weiter gibt. Uiuiui. Die sind ja crazy. Ja, aber so Elfenviecher, die haben auch immer crazy Schmuck dran, das muss man auch sagen. Hey, Lanzaki. Gewagt. Aber sie kann es tragen. Was noch? Was gibt's denn noch so Schönes? Hier ist gar nichts. Ah doch, hier nur die Ohrringe. Oh, ein Lippenpiercing. Nasenpiercing. Wieder Bullenscheiße. Noch ein Lippen. Oder ich nehme den Lippenpiercing. Der sieht eigentlich auch nicht ganz gar nicht schlecht aus. Ein Lippenpiercing oder Ohrringe? Ich nehme Ohrringe. Das sind kein Hippie. So. Die hier nehmen wir. Die dicksten Glonker. Bin reich, kann mir solche Dinge leisten. So, Tätowierung. Wollen wir erstmal die Intensität da hoch? Zack. Ach nee, das war die Farbe. Hoppala. So. Voll die Tattoo-Queen wird das. Ja, aber so Elfen, magische Elfen haben ja immer Tattoos dran. Zack. Und jetzt muss ich erstmal einen Überblick verschaffen, was es überhaupt gibt. Zack, 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 zack. Ich schminke die ganze Fresse voll, auf jeden Fall. Ja, das ist ja scheiße, der ganze Dreck im Gesicht. Ah, nee, das hier, oh, die Hälfte vom Gesicht. Das hier könnte ich mir vorstellen. Oder das hier. Der Rest ist jetzt nicht so mein Ding. Das hier vielleicht noch. Ich nehme die letzten beiden, die ich da gesagt habe. Eieiei, komm, den Button jetzt nicht vorziehen, muss man alles vorklicken, ist doch scheiße. So, was hatten wir, das hier oder? Das hier. Ich nehme das hier. So, die Farbe. Gefällt mir jetzt. Das sieht stylisch aus. Jetzt gucken wir mal weiter, was es noch gibt. Oder das Grün. Vorgesagt eine einheitliche Farbe, jetzt nehme ich lauter verschiedene Farben. Ich muss sagen, dieses Weißschimmern, der hat es mir irgendwie angetan. Wo war das gerade eben? Das hier. So golden, oder was ist das? Ich glaube, das nehme ich. Ja. Gesicht. Das haben wir ja schon, oder? Gesicht, ja. Na, da sind wir schon durch. Gehen wir mal unten auf Bestätigen. Eine Yosalfa. Und alles in allem in ziemlich gutem Zustand. Ich mochte dir ja noch nie, hochnäsiges Pack. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Name. Jetzt kommt was extrem Einfallsreiches.
So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Oh nein! Platsch. Geht. So, und jetzt können wir auch endlich unseren Charakter bewegen. Sehe ich das richtig? Die hat da ein Loch direkt da an der Brust? Nein, also soweit, sowas machen wir jetzt gar nicht. Uiuiuiui. Aha, so. Aber doch, bin schon ganz zufrieden mit dem Aussehen. So. Gibt's hier einen schönen. Hier kann man immer schön den Charakter von allen Seiten betrachten. Sieht auch dufte aus, finde, haben was Gutes kreiert. Waffen. Wie keine Waffen. Rüstung. Zerrissenes Hemd. Kann man nackig machen. Sehr schön. Okay. Also dann fangen wir mal an. Notiz. Geheimhaltung ist auch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürfen dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von den Abwässer Aschehaufen Wasser zu trinken. Upsala. Wo war ich jetzt? Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger. Doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht ihre ursprünglichen Körper waren. Ja, lesen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber es war schon ganz in Ordnung, würde ich mal sagen, oder? Nehmen wir mal mit. Was gibt es denn hier sonst noch? Kann man hier hinten lang? Ja, da ist gleich mal ein Skelett. Wo man alles plündern kann. 5 Gold, yeah. Gleich den Reichtum anhäufen. Also in allen Großen und Ganzen würde ich sagen, das sieht auch alles sehr toll aus hier. Gefällt mir furchtbar das Spiel. Wie gesagt, ich habe es schon mal angefangen zu zocken. Hauptquests habe ich eigentlich fast gar nicht gespielt. Hauptsächlich viele Nebenquests durchgeprügelt. Und damit werden wir auch anfangen. Erstmal viele Nebenquests durchprügeln und dann, damit man noch stark genug für die Hauptquests ist und alles Mögliche. Dass man auch gut ausgerüstet ist, viel sieht. Ja. Also hier Leiche, rostiges Altschwert. DSC, Inventar, habe ich vorher schon mal gezeigt. Es gibt Primär- und Sekundärwaffen. Zu Sekundärwaffen kommen wir später. Primärwaffe, rostiges Langschwert. Auch gleich auch ausrüsten. Ist ein prächtiges Teil. Hier sind die Stats alle aufgeschrieben, was es hat. Ist natürlich sein erstes Schwert. Kann noch nicht großartig Waffen vergleichen. Gibt es hier auch Gegenstände zum. Die Entsorgungsnotiz, die wir gerade genommen haben. Was ich auch gut finde, die neuen Gegenstände werden alle mit dem Sternchen, da diesem Bild, angezeigt. Rüstung, wie gesagt, haben wir jetzt auch nur das hier. Aber das wird sich alles ändern. Gold, stolze 5 Gold. Hier werden die Stats noch angezeigt. Mana, Leben, was man alles hat. Schicksal, da kommen wir später noch drauf zu, wird noch erklärt. Hier unten, wie immer, Menü, was sehe ich denn? Erfahrungsleiste. Natürlich darf im Rollenspiel ein Level-Up nicht fehlen. Mit Skills verteilen und alles mögliche. 500 AP brauchen wir zum Level Up. Ja, das wäre eigentlich jetzt grob mal ganz schnell das Zeug erklärt. Und dann laufen wir mal hier rein. Sie sind überall. Lauft! Eieieiei.
Flieht, Kinder des Staubs! Flieht vor der Macht der Tuatha! Wie man sehen kann, ist das ziemlich heftig hier. Nein, es ist als übliche Rollenspiel gedabelt. Die hauen sich da jetzt gegenseitig die Hecke voll. Und wir gehen mal weiter. Heieiei. Diese Kisten kann man zerhauen. Im Normalfall kriegt man Geld. Diesmal nicht. So, wo geht's denn hier weiter? Hier sind Ratten, die sich an irgendwelchen Gnomen laben. Ich hau die mal kurz zu Brei. Zack. Wow. Das Kampfsystem gefällt mir eigentlich. Bett mit euch. Hoi. Betteln sich da immer noch. Epischer Kampf auf Leben und Tod. Naja. Kampfsystem, klicken und schlagen. Was auch sonst. Gib mir das. Fast kaputt machen hier. Zack. Zack. Oh. Zack. Naja, so ist Hilfe, das halt. Bitte, irgendjemand muss mir helfen. Hilfe? Natürlich helfen wir. Wir sind die hilfsbereiteste Person aller Zeiten. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Ihr da! Ihr dort oben! Bitte helft doch mir! Bitte! Mit Leertaste ausweichen. Hoppa! Kann man einen schönen Seitwärtssprung machen. Den fiesen Tuatha-Soldaten auszuweichen. Bam! Und stirb! So. Natürlich gleich abgewetzte Rüstung abstauben. Wo ist er denn jetzt? Da. Oh, danke. Ich danke euch. Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt... Dann wärst du jetzt tot, richtig. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Überraschung. Es hat funktioniert. Bei den Büchern. Es hat funktioniert. Ihr lebt. Ich lebe. Was ist mit mir geschehen? Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht einmal wo. Aber euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Er ist Hughes. Professor Fomorus Hughes, der Seelenquell, ist sein Lebenswerk. Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Oh, 3 Heiltränke gegeben. Alles klar. Ich kümmere mich kurz um diese Tür und schon können wir los. Hier entlang. Ihr geht vor. Rüstung, Truhe, Stiefel. So, dann gucken wir mal kurz das Inventar. Rüstungen. Abgewetzte Rüstung. Sieht natürlich eine viel mehr Rüstung. Und, naja. Hier können wir gleich mal hier noch was zum Plunder hinzufügen. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, zack, ist sie weg. Und nachher, wenn ich was verkaufen will oder sowas, kann ich einfach nur auf Plunder verkaufen und der verkauft alles, was ich da drin habe. Das ist recht praktisch, eine gute Idee. Ziehe ich die abgetragenen Gamaschen noch an. Das auch gleich zum Plunder hinzufügen. Und natürlich Stiefel, wir wollen ja nicht barfuß rumlaufen. Schon sieht sie aus wie eine Amazone. Eine Kriegerin. Wunderbar. So, und dann gucken wir nach. Das speichern wir natürlich jetzt erstmal alles. Neuen Speicherstand erstellen. Na? Seelenquell hier, zack. Immer gleich alles abspeichern. Und dann war's das auch für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten. Tschüss!